Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 26. März 2018. Wir werden heute etwas intensiv spüren. Und es sind unsere Sehnsüchte und Wünsche. Die Chancen sind da, das zu erreichen. Es sind auch gute Einflüsse von außen. Das Leben bietet gerade dieses Glück, diese Chance. Aber es gibt auch andere Einflüsse und das kommt durch ein Gespräch. Wenn wir jemand erzählen, welche Wünsche wir haben oder welche Sehnsüchte wir haben, dann haben diese Menschen eine andere Meinung und versuchen von unseren Zielen ablenken. Es kann auch ein gut gemeinter Rat sein, aber dieser Einfluss ist nicht gut, weil in dem Moment, wenn wir dieses Gespräch geführt haben, fangen wir an, daran zu zweifeln. Und in dem Moment, wenn wir zweifeln, geben wir auch auf. Also heute ist besser, niemand erzählen, welche Wünsche oder welche Sehnsüchte wir haben. So bleiben wir im inneren Gewissheit, auch in diesem inneren Kraft. Und daran liegt auch die Macht. Pluto beeinflusst auch diese Wunscherfüllung oder dass unserem Sehnsüchte auch Realität wird. Aber Pluto hat eine wichtige Botschaft für uns, alles oder nichts. Wenn wir wirklich daran fest glauben, dass dieser Wunsch zum Erfüllen geht, dann haben wir auch diese Macht und setzen wir heute etwas in Bewegung. Es kann passieren, dass noch dauert, dass eine Vorbereitungsphase da ist. Aber in dem Moment, wenn wir das verinnerlichen und davon überzeugt sind und spüren wir diese inneren Kraft, diese Macht in uns, in dem Moment setzen wir schon etwas in Bewegung und wir nähern unserem Zielen. Und das ist die heutige Energie. Wichtig ist es zu verinnerlichen, daran fest glauben, diesen Satz beherzigen, alles oder nichts, jetzt setze ich alles auf eins und das befestigen. Niemand darüber sprechen, weil kommen die gut gemeinten Ratschläge und in dem Moment fangen wir an zum Zweifeln. Und das war meine heutige Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.